Herzlich willkommen zu diesem Video. In einem anderen Video habe ich dir bereits gezeigt, wie man die sogenannte Cornell-Methode verwenden kann, um etwas besser lernen zu können, um gut notieren, effektiv notieren zu können, wie man mitschreiben kann und etwas zusammenfassen kann. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie man ein Dokument, so eine Vorlage, ein Notizblatt machen kann mit Hilfe von Microsoft Word. Du kannst dann mit Hilfe von Microsoft Word hier deine Notizen dann anbringen. Du kannst es auch ausdrucken natürlich, dieses Dokument, und dann mit der Hand dieses Dokument dann ausfüllen. Wie machen wir das? Als erstes habe ich hier mal Word geöffnet, habe ein neues Dokument erzeugt und als erstes stelle ich mir die Seitenränder ein. Ich gehe auf Layout, Seitenränder, wähle dann benutzerdefinierte Seitenränder und stelle mir hier in der Regel immer so 1 cm als Seitenrand ein. Habe ich genug Platz dann auf dem Papier, um hier meine Notizen dann anbringen zu können. Und dann gibt es ja hier diesen Dokumentenkopf. Mit diesem Dokumentenkopf würde ich jetzt ein Datum einfügen. Da gehe ich jetzt in die Registerkarte einfügen und suche mir auf der rechten Seite Datum und Uhrzeit und wähle mir hier gleich den ersten Eintrag. Kann dann also hier den 17.11. jetzt verwenden, wenn ich jetzt hier etwas schreiben wollte. Wenn ich das dann händisch einfüllen möchte oder ausfüllen möchte, dann kann ich das hier freilassen. Als nächstes gehe ich jetzt hier in diesen Bereich, um mir eine Tabelle einfügen zu lassen. Ich gehe hier auf Tabelle einfügen. Ich möchte etwas genau diese Sache einstellen und stelle mir hier ein Spaltenzahl 2 und wähle mir hier dann eine Zeilenanzahl, ich schätze jetzt einmal 40, wähle ich mir hier aus, klicke auf OK. Schau dann nach und sehe dann, unten hätte ich noch ein bisschen Platz. Vielleicht kann ich da unten noch welche dann einfügen. Ich gehe dann hier nämlich weitere Zeilen einfügen natürlich. Hier oben tippe ich mir dann Stichworte ein. Hier Notizen. Der rechte Bereich ist ja dann der Notizenbereich. Und wie du aus meinem anderen Video weißt, ist es ja so, dass hier dann die Breite der Notizen dementsprechend etwa 2/3 ist und hier 1/3 der Seite. Ich gehe dann hierher und sehe dann noch einmal, wie viel Platz ich da noch habe. Gehe dann ein bisschen weiter hinunter, füge dann noch welche dazu. Und im unteren Bereich kommt dann bei mir dann der Zusammenfassungsbereich dann hinein. Und ich mache das dann so, ich markiere das hier dann, rechte Maustaste, Zellen verbinden und schreibe dann hier hinein Zusammenfassung. Und dann habe ich hier natürlich hier noch den Stichwortebereich, den markiere ich jetzt ebenfalls, wähle hier rechte Maustaste wiederum verbinden, habe dann hier diesen Bereich frei und dasselbe mache ich jetzt hier im Notizenbereich, rechte Maustaste, Zellen verbinden. Und schon habe ich hier mein Cornell-Dokument fertig, ich kann hier oben mein Thema eintragen, also zum Beispiel Einführung in die Psychologie, kann dann hier in diesem Bereich hier die Notizen eintragen, das wäre der nächste Bereich, ich schreibe jetzt also mit während einer Stunde zum Beispiel Notizen zum Buch, trage dann hier meine Stichworte ein und kann dann hier unten dann die Zusammenfassung dann eintragen zu dem, was ich hier in Stichworten und Notizen dann geschrieben habe. Ja, soweit so gut. Ich habe dir jetzt gezeigt, wie man mit Hilfe von Microsoft Word ein Dokument erzeugen kann, mit dem man dann in einfacher Art und Weise Stichwörter, Notizen und Mitschriften und Zusammenfassungen für die Cornell-Methode anfertigen kann. Ich hoffe, es hat dir etwas gebracht. Bis zum nächsten Video.